Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in Dorf Dali, in der Pension und vor uns sitzt die gute Lilly, die schon auf uns wartet. Also dann, Lilly, ne? Hab ich dich warten lassen? Ich habe Vivi Bescheid gesagt, er wird gleich hier sein. Und wie gefällt dir dieses Dorf? So oft kommst du wahrscheinlich nicht aus dem Schloss, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber mir gefällt dieses Dorf. Es gibt so vieles, das ich noch nicht kenne. Und überhaupt ist es das erste Mal, dass ich so frei herumlaufen kann. Aber ich habe bis jetzt nur Kinder gesehen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Normalerweise müssten die Erwachsenen die Felder bestellen oder sonst irgendwo zu sehen sein. Und das Feld war auch nur sehr klein. Stimmt. Da waren wir auch gar nicht. Du kannst es stimmt sagen. Irgendwas hat es mit diesem Dorf auf sich. Lass uns sofort aufbrechen, wenn Vivi zurück ist. Und was ist mit Steiner? Ich habe eine super Idee, wie wir durch das Südentor die Grenze überqueren können. Da die Grenzpatrouillen nur nach dir suchen, müssen wir nur dich gut verstecken. Das wird schon schief gehen. Anders ausgedrückt, schaffen wir es auch ohne den Blecheimer. Hauptsache, ich bin dabei. Ritter im Dienst Ihrer Majestät. Das Brennholz ist perfekt aufgestapelt. So. Bei was kann ich euch noch behilflich sein? Das Putzen gehört zu meiner Arbeit. Ihr müsst mir nicht dabei helfen. Oh, bitte entschuldigt meine Aufdringlichkeit. Aber so habt ihr immerhin Zeit gespart. Vielleicht besitzt ihr jetzt die Freundlichkeit und könnt mich eurem Vater vorstellen. Vater kommt erst nach Hause, wenn es dunkel wird. Alle Erwachsenen arbeiten tagsüber und kommen erst abends wieder. Verstehe. Ich dachte immer, in einer Kneipe erfährt man alles, aber oh, aber es besteht natürlich keine Notwendigkeit, auf einen Erwachsenen zu warten. Erlaubt mir, euch meine Frage zu stellen. Ich benötige genaue Informationen über die Verkehrsverbindung in diesem Dorf. Jegliches Beförderungsmittel ist recht. Ich benötige eure Kooperation, denn es ist meine Aufgabe, eine äußerst wichtige Persönlichkeit wieder in das Schloss zu geleiten. Seid ihr etwa aus dem Schloss Alexandria? Jawohl. Ich gehöre zur hoheitlichen Einheit. Die der Majestät direkt unterstellt ist. Ja. Ich, Hauptmann der Blutotruppe Adelbert Steiner, stehe zur Stelle. Jawohl. Blutotruppe? Ich glaube, von der habe ich schon gehört. Wenn ihr vom Hofe seid, darf ich es euch sagen? Geht zum Aussichtsturm außerhalb, also draußen vor dem Dorf. Ne, das große steinerne Dings da mit der Treppe und so, ne? Dort wohnt Großvater Josef. Er kümmert sich um die Frachtschiffe. Frachtschiffe? Unglaublich, dass diese fliegenden Museumstücke auch in diesem Dorf Halt machen. Man dankt. Wartet. Was gibt es noch? Vielen Dank für eure Hilfe. Nicht der Rede wert. Ihr seid es, die mir geholfen habt. Ich bin in Eile. Entschuldigt. Ja, salut. Naja, letztlich hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, wären wir nicht dort eingebrochen. Aber auch heute noch ist das Haus der Kings höchst mysteriös. Aber die Erlebnisse eines Diebs interessieren dich eher weniger, oder? Aber nein, das ist es nicht.
mache mir nur langsam ein wenig Sorgen wegen Vivi. Da hast du allerdings recht. Das dauert mir auch ein wenig zu lange. Dass der alte Steiner noch nicht zurück ist, juckt mich ja wenig, aber dass Vivi noch nicht hier ist. Gut, lass uns Vivi suchen gehen. Mhm, geht klar. Supi, dann bekomme auch ich jetzt mein Outfit, ne? Ja. Du bekommst jetzt auch dein Outfit, liebe Lilly. Also ein neues halt. Die Route passt. Lederhut ist alt. Der kommt weg, da kommt der Federhut hin. Armreif ist auch schon mehr als alt. Da hauen wir den Lederarmreif hin. Ui, Eis. Vivi wird was Neues lernen. Das Seidenhemd können wir leider nicht tauschen. Das müssen wir dabei so behalten. Accessoires gibt es für sie nichts leider. Ability-mäßig dürfte da auch noch nichts sein, ne? Da hat sie ja noch nichts. Nope. Nein, nein, nein. Und 30.000 mal nein. Gut, dann hatschen wir ihn weiter. So. Raus hier. Dann gehen wir mal da runter. Oh, was haben wir denn da? Achso, das waren die Burschen, ne? Da fällt mir ein. Vivi war doch vorhin noch dort drüben. Na, ihr Fratzen? Hast du einen kleinen Jungen gesehen? So in deinem Alter, mit einer Zipfelmütze? Ein Junge? Hihi, nö, ich doch nicht. Na, wer hat mit ihm geredet? Rotzlöffel. Hallo Mädchen. Ich kenne nur diese zwei Jungs, die da drüben spielen. Eigentlich rennen sie die ganze Zeit ja nur rum. Okay. Dann will ich noch hier reinschauen. Servus. Entschuldigt, aber wir haben noch nicht geöffnet. Oder benötigt ihr Arzneimittel? Mhm, freilich. Okay, sonst hat sie nichts Neues. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Dingen. Wo, ich wollte noch fragen, was das für ein komisches Muster oder Symbol vor dem Dorf ist. Entschuldigt, aber ich habe momentan zu tun. Ja, ja. Na, dann sollte ich dir vielleicht zur Hand gehen. Ist das jetzt eine neue Masche oder so? Masche? Nicht, dass ich wüsste. Ah, schön. Was haben wir denn da? Warenliste. Erstens, eingelegtes, 8 Gil. Zweitens, Gemüseauflauf, 12 Gil. Ausverkauft, super. Drittens, Kürbissalat. Es gibt Kürbissalat, echt? 10 Gil, ausverkauft. Viertens, getrocknete Kartoffeln, 4 Gil. Fünftens, Spießbraten, 10 Gil. Sechstens, Schweißgurken, 8 Gil. Pfui Teufel. Schweißgurken? Ich kenne nur Essiggurken und die Salatgurke, aber Schweißgurken? Himmelsatt. Wir vergeben keine Kredite, wir führen auch Arzneimittel. Na, grauslich ist das Servuskasse. Na, hm? Draußen bleiben! Ja, Entschuldigung. Halt, was ist da? Achso, das ist nur sie. Gut, dann gehen wir wieder. Sowas. Dann gehen wir dahin. Der Truhe komme ich jetzt leider nicht hin, weil die alte davor steht. Bis vor ein paar Jahren waren hier noch überall Felder. Jetzt gibt es nur noch dieses seltsame Symbol vor dem Dorf. Kann die alte nicht mal weggehen? Der Klappe ist da hinten auch. Unglaublich, diese Jugend von heute. Na, keine Ahnung von Feldarbeit, ne? Ich will zu der Truhe hin. Nochmal. Die alte muss auf jeden Fall weg. Hoffentlich habe ich da nichts schon falsch gemacht. Naja, gehen wir halt mal. Ein Schokobo. Vivi hielt hier nach einem Schokobo Ausschau. Weint da jemand?
Es kommt doch nicht etwas dieser Röhre. Vivi? Zitane? Also doch du, wie kommst du denn dahin? Ist da ein Keller oder sowas? Kannst du dich bewegen? Da kam vorhin ein Mann und sagte, ich darf mich nicht bewegen. Bist du verletzt? Nein, ich glaube nicht. Alles klar, wir holen dich da jetzt sofort raus. Wir werden uns beeilen, deswegen keine Panik und bleib da, wo du bist, okay? Okay, aber beeil dich. Was geht hier eigentlich ab? Auf jeden Fall muss es ja irgendwo im Dorf einen Zugang nach unten geben. Wir sollten uns mit der Suche beeilen. Mhm. Diese Schweine. Obwohl es doch eigentlich wie ein idyllisches, ruhiges Dorf aussieht. Schokobo. Hä? Halt aus, kleiner Freund. Na sowas. Ist das nochmal da drüben? Ja. Okay, Entschuldigung, ist nochmal das gleiche. So. Dann würde ich vorschlagen, nochmal dorthin zu gehen. Irgendwie muss es doch gehen. Irgendwann geht die Alte mal für ein paar Sekunden weg. Und dann kann man sich da die Truhe schnappen. Ich habe dummerweise vergessen, wann. Ach so, da geht man wieder komplett raus. Das wollte ich auch nicht. Ach je. Na gut. Dann gibt es noch dieses Haus hier. Huch. Was ist passiert? Dolf Schulze Gottfried. Ich bin der Dorfschulze dieses Dorfes. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Sofort raus hier. Solange wir Vivi nicht wiederhaben, möchte ich die Lage nicht verkomplizieren. Gehen wir besser. Gut. So ein Würstel. Halt, und wo geht's dahin? Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Da, da, da. Oh, was haben wir denn da? Aries erhalten. Was ist denn das? Was ist das denn? Item. Warte mal. Ich glaube, das ist was Wertvolles. Oh, da habe ich... Oh. Entschuldigung. Silberkette. Da haben wir einiges. Wertvolle Silberkette. Das ist der Staatsschatz Alexandrias. Auf dem großen Anhänger ist das rechtmäßige Emblem des Königreichs zu erkennen. Das ist die Silberkette, die Garnett mitgenommen hat, als sie das Schloss verlassen hat. Entschuldigung. Kontinentkarte. Kontinentkarte. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gilt als erstes, die eigene Furcht zu besiegen. Stahlklaue Fredley. Aries, das, was wir gerade aufgehoben haben. Aries sind 12 Kameraden. Um die Seele der Virgo zu finden, überlegten wir. Ja. Und so ging Aries auf Reisen gegen Osten. Erzählungen der Stadtella. Da gibt es wirklich 12 von diesen Dingen. Eintrittskarte. Eintrittskarte, die tragische Liebesromanze aller Zeiten. Dein Storch. Dein Storch möchte ich sein, okay. Die wahre Liebe zweier Menschen aus unterschiedlichem Stand. Und Mogris Flöte. Mogris Flöte. Das Ding da, auf dem Kopf meine ich. Ich bommel mir auch gleich ein. Bark im Schlaf. Super. So, wir könnten es tatsächlich mal ordnen. So ist schön. Passt. Das hätten wir jetzt auch. Gut. Also, da haben wir einiges noch zum Finden. Das heißt, wir klettern auch zuerst noch hier rauf. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht vermasselt. Mit dem Dorfschulzen, da gibt es nämlich auch was zu machen. Solange die Zahnräder in Bewegung sind, kommt man nicht an die Schatztruhe. Ja, ach, wie gingen die denn nochmal schnell aus? Ach, Herr Jemine. War das jetzt hier unten irgendwie?
Ach, das war, glaube ich, ganz unten. Das war, glaube ich, ganz unten. Warte mal, hier nicht auch noch was? Ich glaube, da ging es auch raus. Warte mal kurz. Hier braucht man wohl einen speziellen Schlüssel. Der Schlüssel des Dorfschulzen steht da geschrieben. Aha. Dann schauen wir noch mal. Dann schauen wir noch hier rein. Der Dorfschulze ist noch da. Ah, den müssen wir weglocken. Dann machen wir das hier mal auf. Na, wenn das mal nicht so aussieht, als ob es nach unten führt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ein schöner kalter Wind kommt uns da ja von unten entgegen. Runterklettern? Lieber nicht. Freilich, runter damit. Also mit uns. Zack, zack. Jawohl. Oh, da haben wir auch schon was. Bling. 156 Gil erhalten. Dann gehen wir weiter. Schön langsam, bedächtig. Vorsichtig. Das hier sieht aber nicht bloß wie eine simple Vorratshöhle aus. Was ist los? Psst! Warum bewegt sich dieser hier wohl? Hat er nicht der kleine Bruder vom Dorfschulzen gefunden? Ja, genau. Und seit dieser Streit zwischen den beiden vorbei ist, sollten wir wieder nett zu ihm sein. Aber hatte der nicht dieselbe Meinung wie dieser alte Schrulle? Seid ihr von Sinnen, mit der Feldarbeit aufzuhören? Naja, aber vielleicht wollte er seinen Bruder auch nur ärgern. Für die Feldarbeit hatten wir eh zu wenig Leute. Was soll also die Aufregung? Egal, pack den erstmal schnell in die Kiste. Jo, wir schicken den einfach mit ins Schloss. Sollen die dort schlau aus ihm werden, ja. Du sagst es. Wir sollten die ja schließlich bloß herstellen. Was? Gottes Willen? So ist es. Das Symbol auf dem Fass? Los, komm mit. Vivi, beeil dich. Diese Mistkerle, Zitane, warte. Oi, 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 oi. Oh, von dem Mädchen so angepackt werden, ne? Zitane ist doch nicht gekommen. Jetzt bringen sie mich weg. Zitane sagt doch, ich soll da stehen bleiben. Was soll das? Hast du das große Fass neben den Schuppen gesehen? Ich habe im Schloss Fässer gesehen, die das gleiche Symbol trugen. Ja und? Dieser Ort hier und Alexandria stehen in irgendeiner Verbindung zueinander. Und ich möchte herausfinden, in welcher. Und deswegen wollte ich nicht, dass du etwas tust, das ihre Aufmerksamkeit auf uns lenkt. Verstanden. Aber wenn sie Vivi auch nur ein Haar krümmen sollten, dann werde ich nicht zu knapp ihre Aufmerksamkeit auf uns lenken, weil ich hau dir alles so aufs Maul. Ich schwöre. Kannst du das verstehen? Mhm, freilich. Und ich mach mit. Gut, dann mal los. Sie scheinen weiter ins Innere gegangen zu sein. Oje, 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 Mine. Wofür brauchen die denn diese großen Fässer im Schloss Alexandria? Die Sache stinkt auf jeden Fall irgendwie. Ah, da haben wir was. Ja. Eine Portion erhalten, Subi. Da ist, glaube ich, noch was. Oder war es das schon mit... War das die Truhe? Ich glaube, das war die Truhe. Okay. Schau mal. Na, da müsste auch was gehen, oder? Das ist der Schokobo von vorhin. Mann, die schauen toll aus jetzt. Mach mir. Ach, da ist noch eine Truhe, stimmt. Augentropfen erhalten. Dann gehen wir mal weiter, ne? Aber irgendwie hätte doch da noch ein Eintrag sein müssen. Noch irgendwas Gesprochenes bezüglich Schokobo und dem
Brunnen da. Naja, dann halt nicht. Da. Ah, wahrscheinlich deshalb. Jetzt muss ich warten, ne, wenn er mal geschrien hat. Oder? Oder? Kreh nochmal, mein Guter. Na los, Kreh. Kreh. Mach. Drö. Dann halt nicht. Fieser Vogel. So. Was haben wir denn da? Was ist das bloß? Groß genug, um einen Menschen reinzuzwängen? Ist das komisch, alles zusammen, wirklich wahr? Und was haben wir da für einen Bommel im Fass? Oh. Kumbob. Kumbob. Eine Bitte, Kubo. Übergib diesen Brief an Mok. Aber gern doch. Danke, Kubo. Und dann gehen wir auch gleich speichern. Jupp. So. Speichern. Und zwar da oben drum. Perfekto. Wuhu. Danke. Tschüssi. Was haben wir da? Die Kurbel scheint eingelostet zu sein, dagegen treten. Yes, ist nah. Okay. Supi. Potion erhalten. Warte, irgendwie kam man da rauf. Ich weiß schon wieder. Irgendwie konnte man da hoch. Ja, genau so. Und ruck. Und so. Yeah, Ether erhalten. Supi. Und so. Da ging es allerdings nicht weiter, sondern man musste wieder hier. Oh, ruck runter. Perfekt. Und dann war hier, glaube ich, keine Kiste mehr. Nein. Sondern man musste hier weiter. Genau. Richtig. Hoffentlich habe ich das mit Dorfschulz nicht verhaut. Das wäre komplett vergessen gehabt. Scheißdreck. Jedenfalls da hinten schnell mal hin. Die da holen. So. Lederarmreif. Ich habe es gewusst, dass es da noch einen gegeben hätte. Verflixt und zugenäht. Alles im Wurscht. Was man hat, hat man. Ich sollte nicht drum weinen. So, dann gehen wir hier rauf. Oh, ruck. Dann hier geht's weiter. Oh, ruck. Und da drüben geht's weiter. Zu der Kiste hier. Tadam. Super, Essenhelm. Perfekt. Dab. Und oh, ruck. Ist hier noch was? Glaub nicht, nein. Da ist uns auch nichts mehr. Können wir weiter hatschen. Großartig. So. Was ist das denn? Zitane! Was ist? Dieses Schluchzen. Vivi? Zitane? Verdammt, das ist ja wirklich Vivi. Ich hol dich raus. Ja. Warum zum Henker haben sie dich bloß in diese Kiste da gezwängt? Wie furchtbar. Also, das bereden wir nachher. Warten Sie bitte. Und offen. Katschanga. Was ist passiert? Nachdem wir uns getrennt hatten, hat mich ein Mann mit Gewalt hier heruntergezogen. Er brüllte mich an. Beweg dich nicht. Da bekam ich Angst. Ich habe mich nicht wehren können. Was hast du da draußen zu suchen gehabt, wodurch das Frachtschiff noch gar nicht da ist, hat er mich angebrüllt. Ich hatte keine Ahnung, wovon er da eigentlich redet. Also habe ich nichts gesagt und geschwiegen. Du kommst mit der Ladung heute mit, hat er gesagt. Und dann hat er dich in diese Kiste hineingesteckt? Genau. Hauptsache, du bist unverletzt. Aber, hörst du, Vivi? Von jetzt an schweigst du nicht mehr einfach so, klar?
Wenn es also mal ernst wird, dann musst du einfach und laut sagen, was Sache ist. Was Sache ist? Ja, zum Beispiel, schaff deine Drecksvisage aus meinem Gesichtsfeld, du Mistkerl. Drecksvisage? Gesichtsfeld? Mistkerl? Oder sowas in der Art. Da kriegt dein Gegner nicht nur einen Riesenschreck, sondern du fühlst dich auch noch gleich viel stärker. Stärker? Ach ja, Bibi, ich würde ganz gerne reingehen und mich ein wenig umschauen. Denkst du, du packst das? Wenn du nicht gehen wirst, dann sag es ruhig. Zitane, ich will auch wissen, was das hier für ein Ort ist. Das dort drüben ist mir irgendwie unheimlich. Boah, das für eine Maschine legt die Eier? Fein, dann gehen wir an. Die legt Eier? Tötet es, bevor es Eier legt. Wobei, in dem Fall ist es schon zu spät. Genauso wie für unseren Bad es schon zu Ende ist. Oh yeah. Na gut, ihr Lieben. Wir sind hier quasi im Erdgeschoss von Dorf Dali. Hier läuft irgendwas ganz und gar nicht gut. Das Königshaus Alexandria hatte ihre Griffel mit dem Spiel. Keine Ahnung, was Brane da schon wieder zusammenfabriziert. Wir werden es bestimmt herausfinden. Auf jeden Fall haben wir unseren Bibi wieder. Das ist wichtig, das ist gut. Ihm fehlt nichts. Er braucht euch jetzt nicht mehr weinen. Ihm geht's jetzt gut. Wir sind ja bei ihm. Und wir werden ihn auch beschützen. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!